So, damit wir hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Ausgabe von Vorzuweisen 4 hier im wunderschönen Herbst. Und Herbst heißt natürlich auch wieder neue Saisonmeisterschaft, heißt neues Fahrzeuge. Und mit 50% der Herbstmeisterschaft kann man dieses wunderschöne Biest hier freischalten, nämlich den Maserati MC12 Corsa, Corse, Corso, Corsi, Cor... Version der Corsa. Und das ist nichts anderes als die verfickt nochmale Rennversion. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so mit so vielen Schimpfwörtern ausgedrückt habe. Die Rennversion vom Maserati MC12. Also das, was damals eben auch schon Rennstrecken unterwegs war in der GT1-Klasse. Absolutes, brutales Biest. Ihr seht auch schon, ja, das Ding sieht auch einfach ultra sexy aus. Das ist, Alter, das an dem ganzen Wagen sprüht alles. Ja, ich bin ein Rennwagen. Schnellverluste hier, Feuerlöscher da, man kennt das. Alles muss sicher sein. Und ja, den haben wir jetzt reinbekommen. Und der Leistungsindex, der Serienindex spricht schon für böse Leistungen, weil der Serien-MC12 hat einen wunderschönen 860er-Score, das ist in Ordnung. Der Kollege hat 993, das ist schon wirklich assig hoch. Und ich bin sehr gespannt, was da so geht. Wir werden jetzt gleich erstmal einmal Serie fahren, weil ich einmal gucken will, ob das Teil schon Serie eigentlich wie Beast geht. Bei 993 erwarte ich das ein bisschen. Obwohl ich eher erwarte, dass er griptechnisch wirklich brutal sein sollte, weil ist ja ein Rennwagen. Ah, da können wir sehen, welchen wunderschönen Motor. Es müssten Fords. Es ist ein Motor. Ich sag jetzt einfach gar nicht sicherheitshalber. Man kennt das, dass ich immer noch so scheiße laber. Also dürfte Ford 12 sein, wenn ich nicht ganz irre. Der hier drunter arbeitet. Ich klappe aber schnell zu. Du willst auch nicht, dass ich da lange reingucke. Wir können auch kurz mal Innenraum gucken. Hier, da. Innenraum, da. Komm, steig ein. So. Ich kenne die Sitze. Nein, ich habe fast dieselben drin. Ähnliche. Nicht so schmal. Obwohl, ist eigentlich genauso schmal. Kein Rennfahrer. Aber ja, Innenraum halt super geil. Das Lenkrad ist halt echt sexy, ne? Ich höre mal ein bisschen italienische Note. Oh, ich mag mein Popcorn. Aber MacRack ist ein Rennwagen, gibt keine Katzen, deswegen schießt das auch Ding konsequent flammen. Das ist sehr gut. So, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt. Okay, Grip haben wir schon. Oha. Müssen wir mal ein bisschen drauf klarkommen. Jetzt ein bisschen sehr direkt. Wir fahren mal kurz eine Runde. Ich will mal kurz eine kleine Testfahrt machen. Gut, dass wir das Kennzeichen dran haben. Man glaubt mir auch jeder, dass es Straßentyp gelassen ist, dieses Auto. Ich glaube, wir dürfen auch schon Rennreifen drauf haben. Ich glaube nicht, dass wir die Reifen noch verbessern können. Natürlich werden wir den wieder auf Allrad umbauen, wie alle Fahrzeuge. Auch Rennwagen bauen wir auf Allrad um. Wir haben vor gar nichts. Wir nehmen vor gar nichts halt. Nee. Alter, kein Scheiß mehr. 2,250 und das Ding fährt sich in Go-Kart. Das ist ja nicht normal. Wie hier. Haben sie alle große Glück gehabt. Alter, das ist ein Grip-Niveau, das ist ja widerlich. Also im Sinne von, das Ding... Okay, da fahre ich halt nicht rüber, schade, danke KI. Also im Sinne von... Egal, welche Geschwindigkeit wir fahren, die Lenkung... hat dasselbe Ansprechverhalten, das meine ich damit. Also selbst bei 250 lenke ich so, als wenn ich 5 fahren würde. Oh ja, von 5 bedenken ist nicht so gut. Okay, wir vergleichen hier mit 50. Entschuldigung. Entschuldigung, ich müsste hier mal durch. Ich bin hier gerade Maserati MC12 Version. Komm, sag. Was ist denn? Der macht so ultra Bock, heilige Scheiße, ey. Wir tun den nicht, wir lassen den Serie. Ich weiß nur, ich verkack's. Ich mach den kaputt. Naja, der geht verdammt gut ums Eck. Also, wie gesagt, der ist selbst obenrum sehr direkt. Bei höheren Geschwindigkeiten, bei vielen aus, ja, ab höheren Geschwindigkeiten, dass sie dann ihre Direktheit verlieren. Der Kollege hier auf keinen Fall, der bleibt auf jeden Fall vollkommen bei seinem Level. Dankeschön. Gehen wir mal kurz mehr ins Haus, weil wir müssen ein wenig optimieren. Wir müssen ein wenig optimieren. Aber warum sage ich, wir müssen optimieren, wenn ich gerade noch vorher gesagt habe, der Wagen ist perfekt? Ist er ja auch. Nee, kein Scheiß. Also das Handling ist wirklich sehr geil. Man muss auch überlegen, du hast schon im zweiten Gang bei 100 Sachen, hast du schon vollkommen Grip. Also theoretisch brauchst du nicht mal Allrad, weil die Karre halt selbst untenrum übelst schnell Grip fasst. Höchstens, wenn wir den Wagen jetzt einfach mal voll aufbrezeln. So wie immer. Man kennt's. Ja, wir können ja mal kurz gucken, was wir Serienleistung anliegen haben. Wir haben Serie 564 kW. Damit werde ich wieder mein eigenes Gehirn einsetzen, indem ich wunderschön das Ganze bei Google eingebe. 766 PS haben wir. Das klingt schon mal ganz gut. 717 Newtonmeter auf 1,2 Tonnen. Ich sag mal so, Verbesserungspotenzial ist noch da. Na, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Also ich hoffe, wir kriegen noch Luft nach oben. Wir gucken mal. So. Wir können... Wir können den V12 mit einem V12 swappen. Ein Renn V12 ist ja nicht so, dass ein Renn V12 drin hängt. Oder ein 6,3 Liter V12 Hybrid aus dem LaFerrari. Ne, nicht im LaFerrari, FXXK. Haben wir überhaupt ein Spiel? Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, haben wir drin, wir haben den FXXK. Entschuldigung, so, machen wir weiter. Kurz mal die Fassung verloren. Den können wir da einbauen. Ich glaube, das werden wir auch machen, weil soundtechnisch will sich nichts ändern, aber wir haben mehr Casala. Und wir können nicht mehr tunen. Hat er dann wirklich mehr Leistung? Oh, dadurch hat er mehr. Okay. Weil ist halt die Frage, wie viel wir mit dem Originalmotor rausholen, weil den können wir Twin Turbo laden. Dann sind wir bei dem, bei 1141. Hallo, mein Handy hat. Ich meine, mein Kopf hat gerade keinen Bock, sich zu drehen. 1550, das ist schon. Ich glaube nicht schlecht. 1550 klingt schon verdammt gut. Ja, bin ich da wirklich. Ach du Scheiße, krass. Der LC12-Motor hat. Okay, krasse Scheiße. Also Tipp an mir, Tipp an mir, redet richtig Deutsch, wenn ihr mit mir redet. Tipp von mir. Lass den Maserati-Motor drin, der ist nämlich ziemlich geil anscheinend. Heilige Scheiße, so. Dann natürlich Allrad. Ich weiß noch nicht, ob ich mir mein Grip-Level damit kaputt mache, wir werden es gleich sehen. Offroad-Reifen, nein, versteht sich natürlich nicht. Wir machen breitere Reifen drauf. Wie viel Drehmoment haben wir jetzt anliegen? 1375, also wir haben jetzt mehr PS, Newtonmeter als Kilogramm. Wir haben zwar Kilo zugenommen, natürlich durch den Turbos- und Allradantrieb jetzt, aber im Allgemeinen sind wir schneller geworden. Das ist geil. Jetzt können wir noch, natürlich können wir die Kupplung noch verbessern, die Serienkupplung senken. Alter, wir haben gerade mit dem Getriebe auf 9,4 hochgejagt. Alter, das Ding hat ja fast einen 10er-Score überall am Ende. Scheiße, noch eins. Da, den will ich haben, genau, die originale Maserati-Lackierung hätte ich gerne. Und ne, Vitaphone. Ne, wir machen den Vitaphone. Wir machen Vitaphone. Den finde ich noch einen Tacken geiler. Den Vitaphone Maserati fand ich damals noch einen Tacken geiler. Das machen wir drauf. So, dann schauen wir nämlich mal. Ich will jetzt mal gleich mal in die Getriebesetzung reingucken, um mal zu gucken, was da leistungstechnisch geht. Wo wir uns jetzt schon befinden. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Deswegen gucken wir da schnell nochmal Tuning. 428 km/h. Okay. Ich denke mal, da geht aber noch was. Tiefer geht nicht mehr. Schade. Komisch aber auch. Das Diff stellen wir schon mal ein bisschen nach hinten, weil das wird mir auf jeden Fall viel zu sehr sonst im Weg hängen, weil die Karre verliert sonst übelst ihre Spritzigkeit. Aber Übersetzung können wir jetzt schon mal gucken. 429, da muss da noch ein bisschen was gehen. Mit dem Ferrari-Motor dürfte mehr Topspeed gehen, glaube ich. Der Ferrari-Motor hat mehr Topspeed, aber der hier hat mehr Leistung, mehr Beschleunigung, glaube ich. 431, ja, ich glaube, die 500er-Marke schafft der Kollege nicht, aber ich dürfte, denke, er dürfte im Grip... Ja, das wird er nicht packen. Aber ich denke, er wird im Grip-Level relativ böse sein. Wir machen einen Allrad-Burnout. Das hoppala, da geht aber. Eieiei, da geht aber voran. Boah, Alter, die Beschleunigung ist ja widerwärtig. Ist halt wieder ein X-Auto, ne? Also, ne? Du kannst halt S2 nur fahren, solange du nichts an der Karre machst. Alter Verwalter. In der 5 fahren 370 und ich kann das Ding wie ein Go-Kart lenken. Guck mal hier. Okay, das Handling ist echt. Alter, das Sending ist widerwärtig. Im positiven Sinne versteht sich, aber. Heilige Mutter Maria Gottes. Dafür bin ich nicht großgläubig. Wow, fuck, 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 fuck. Hab ihn. Oh Gott, da kommt zwischendurch. Ja, alles gut, ja. Boah. Junge, kann man den böllern wie ein Gestörter. Oh Gott. Nicht im Maserati M12-Version. Gosa, weil er denkt, ah. Alles gut, hab ihn. Alles gut. Weil ihr seht es ja selber, ne? Wir fahren 360. Ich kann das Ding denken, als wär's gerade langsam daherrollen. Ja. Das Grip-Level. Ich glaube, also ich würd mich nicht wundern, wenn er mit einer besten Grip-Level im Grip-Niveau jetzt mittlerweile ist. Da muss er abwarten. Im Frühjahr der Frühlingssaison kommt noch der Apollo. Der könnte mal richtig reinhauen, weil der wird, da haben wir auch schon gesagt, vom Anpressdruck, das krasseste, was wir bisher im Spiel haben. Der könnte, was das Thema angeht, nochmal richtig einen draufsetzen. Aber wohin würde ich sagen, dass der MC12-Version der Corsa echt ein absolutes Brett ist. Also, ja, sicher habe ich ihn auf jeden Fall, wie gesagt, ich müsste 50% der Meisterschaft schaffen. Also, ich könnte den ganzen Tag mit dem jetzt durch hier rumhacken, ne? Also, weil der macht halt, kein Scheiß, der macht so einen Bock. Du kannst ja jetzt so schön fahren, also es gibt halt wirklich nur so einen ganz begrenzten Grad, wo du vielleicht aufpassen solltest, um keine Scheiße zu bauen. Aber sonst ist das Ding so ein Träumchen, das ist echt der Wahnsinn. Heilige Scheiße, ey. Ich kann so viel sagen, mit 25 Jahren habe ich nicht die Reflexe dafür, diesen Wagen in jeglichen Situationen kontrollgerecht
sicher auf der Straße zu halten. Guten Tag, bitte einfach von der Straße runter, hier kommt ein anderer Italiener. Also mein Puls ist wirklich auf anderem Level gerade, das ist echt übel. Weil Lippa ist halt so ein Affenzahn in Kurven, das ist echt krass. Wie gesagt, hol dich die Karre. Es ist... Einmal 50% machen, das Thema ist gegessen. Hier seht ihr, ich habe den wöchentlichen Vorstellung gemacht. Hier ein paar Sachen und ja, dann war es dann schon. Und ihr habt das Ding in der Tasche. Ja, dann könnt ihr damit Spaß haben. Des Todes. Ja, ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Strandausblick sind wir raus für diese Folge. Ich weiß nicht, ob ich diese Folge so viel geschnitten habe. Seht ihr am Ende. Ich war es total Schnittmassaker. Ich weiß nicht, sehen wir ja. Aber das macht echt Laune. Also wie gesagt, holt euch die Karre, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn es dem Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in einem kommenden Video hier bei Forza Horizon 4 wieder. Bis dann. Tschüss.